Neben Trempel- und Ringtanker-Ausführungen haben wir hier in den Rohbaudetails auch noch die Sturzberechnung entsprechend steuerbar drin. Bitte Achtung, Sturzberechnung, dort ist bei allen Bauelementen, Fenster, Türen und so weiter und so fort immer schon entsprechend was mit dazu gesagt worden. Die Sturzberechnung kann grundsätzlich hier global gesteuert werden, soll für jede Öffnung der Sturz berechnet werden oder soll der Sturz nur für Öffnung mit VHB-Abzug berechnet werden. Grundsätzlich gilt hier natürlich, auch wenn hier steht, für jede Öffnung, die Stürze werden nur dort berechnet, wo sie wirklich auch physikalisch benötigt werden. Das ist ähnlich wie oben beim Ringanker, soll also heißen, wenn wir irgendwelche Betonfertigteilelemente haben, werden keine Stürze berechnet, auch wenn wir hier gesagt haben, Sturz für jede Öffnung. Gleiches, das passt jetzt für einen Ringanker weniger, aber Gleiches gilt natürlich auch, wenn wir Öffnungen in Trockenbauwänden haben, dann werden auch keine Stürze nochmal berechnet, sondern das mit für jede Öffnung oder nur für Öffnungen mit VHB-Abzug, je nachdem, wie dort Ihre Einkaufskonditionen sind, wenn Sie die Rohbauleistungen vergeben sollten und nicht mit eigenen Mitarbeitern ausführen, dann entsprechend das Ganze so einstellen und es wird dann eben der Sturz im wiederum Wandmaterial der geplanten Wandstärke berechnet, wenn die Wände einscharnig sind. Bei mehrscharnigen Wänden wäre es auch hier wieder so, dass eben der Sturz im Bereich der Hintermauerung gerechnet wird. Bei Außenwänden haben wir natürlich bei monolithischen Wänden wieder gedämmte Stürze, bei mehrscharnigen Wänden mit einer Thermohaut davor dann ungedämmte Stürze. Achtung, was hier in die Sturzberechnung mit reinspielen kann, das ist etwas, das ist natürlich im Bereich der Fenster und dort explizit beim Rollladen nochmal oder beziehungsweise dort schon erklärt, ist es natürlich so, wenn ich tragende Rollladenkästen habe, dann werden keine Stürze drüber ausgeführt, wenn ich nicht tragende Rollladenkästen habe, werden Stürze darüber ausgeführt. Und gestatten Sie mir für diese Sturzberechnung hier noch einen kurzen Hinweis. Es gibt noch eine grundsätzliche Betrachtung. Wenn ich Öffnungen habe, die länger als 4 Meter sind, völlig unabhängig davon, wie sich diese Öffnungen zusammensetzen, ob das mehrere Bauelemente hintereinander sind, ob das eins ist oder. In dem Falle, wenn die Länge länger ist als 4 Meter, wird völlig unabhängig zur Sturzberechnung, die ja hier von Wandmaterial, Aufbau etc. abhängig ist, dort nochmal ein HEB-Träger gerechnet, zur Ablastung, das vielleicht einfach für Sie nochmal für den Hinterkopf. So, zusätzlichen Isokorb kann ich entsprechend eingeben. Das hat jetzt einfach damit zu tun, dass neben dem automatisch berechneten Isokorb zur thermischen Trennung bei massiven Balkonen weitere Isokorb-Ausführungen nötig sein könnten. Das ist auch im Hut-Tool-Tipp nochmal angezeigt. Wäre zum Beispiel zur thermischen Entkopplung von Hauseingangspodesten für Terrassen oder ähnliches. Wie gesagt, bei massiven Balkonen wird es automatisch gerechnet. Hier nochmal die Möglichkeit der entsprechenden zusätzlichen Eingabe. Das sind entsprechend hier die Rohbaudetails, Ringanker, Trempelstützen, Ringankerort und Überstand zum Thema, wie halte ich entsprechend das Dach am Haus. Mengenermittlung läuft natürlich entsprechend damit auch automatisch auf den Dachwandanschluss, was wiederum bedeutet, wenn Sie kein Dach haben, wird Ihnen hier auch kein Ringanker und keine Trempelstütze gerechnet. Beachten Sie bitte, dass eine Flachdachausführung mit einer Attika eben eine völlig andere Aufbau ist. Da werden hier keine Ringankerausführungen berechnet. Und wenn wir beim Thema Ringanker sind, würden wir unter Umständen, im Tooltip steht es auch nochmal beim Thema Decken vorbeikommen. Das heißt also, in dem Moment, wenn ich Ringanker unter Decken, unter Holzbalkendecken ausführe, dann passiert das entsprechend hier, wie es im Register Decke eingestellt wird. Das heißt also hier, diese Rohbaudetails beziehen sich wirklich immer entsprechend auf den Anschluss entsprechend an unserem Dach und dass das Ganze entsprechend Anführungszeichen nur Zulagen sind, das hatte ich ja schon gesagt.